Willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey bei mir, bei Placid Gaming Corner. Ja, heute geht's weiter in Folge 2. Wir müssen hier zu unserer Quest mit Marcos, der uns noch Geld schuldet. Und da wollen wir jetzt direkt auch mal hinrennen. Ist bestimmt auch dringend. Hier sind auch ganz viele Leute unterwegs, ganz viele Angestellte. Ich frage mich, woher der das ganze Geld hat. Herr, wie ich schon sagte, das geht so nicht. Warum? Es ist mein Hof. Ich pflanze, was ich will. Die Trauben werden absterben. Jede einzelne. Vergiss alles, was du über die Vergangenheit weißt, mein Freund. Zusammen revolutionieren wir den Weinanbau. Glaub mir, irgendwann blickst du auf diesen Tag zurück. Alexios, so ein Glück! Bewahre rechtzeitig bei dir. Ich kann dich noch hören. Ich war so besorgt. Der Zyklop schickte dir seine Hunde hinterher. Sicher nicht zum Spaß. Ich wünschte, du hättest das mir gesagt, bevor sie mich fanden. Aber das ist nicht der Punkt. Du hast ein Weingut gekauft, Marcos? Ein Weingut? Warum nicht? Ich mag Wein, du magst Wein. Einfach jeder mag Wein und jeder kauft Wein. Warum also nicht von mir? Weil du nicht weißt, wie man Wein anbaut oder verarbeitet. Ich lerne sehr schnell. Man lässt einfach die Trauben wachsen und dann hat man Wein. Ah, so einfach ist das. Du kennst mich gut genug, um zu wissen, dass ich einen Plan habe. Marcos hat immer einen Plan. Also gut. Hast du denn das Geld, das du mir schuldest? Ob ich das Geld habe, das ich dir schulde? Natürlich. Naja, nein. Also nicht hier. Dann besorg es. Sofort, mein Freund, sofort. Aber vielleicht solltest du das tun. In Sami gibt es so einen Händler. Ich bin nicht gut in solchen Dingen, wie du weißt. Ich soll meine eigenen Schulden eintreiben. Das Geld wartet in Sami nur auf dich, mein Freund. Wer ist dieser Händler? Doris. Du kennst Doris. Ein netter Kerl. Der Marcos ist ja echt ein kleiner Schisser. Dumm kann man sein. Hör auf, ihm Geld zu geben. Er zahlt es mir immer zurück. Aber nur, wenn ich ihm drohe. Ganz genau. Alle gewinnen. Doris kriegt sein Geld, ich kriege meine Zinsen und du hast was zu tun. Kefalenia ist traumhaft, nicht wahr? Natürlich ist Kefalenia traumhaft. Wir wollen natürlich wissen, wo der Doris genau ist. Wo finde ich Doris? In einem Laden in Sami über dem Hafen. Das weißt du doch, Alexios. Wird er auch dort sein? Ich bin noch nicht die Pythia. Woher sollte ich das wissen? Wie soll ich die Sache angehen? Nicht wie bei diesem Olivenölgeschäft. Das war ein bisschen zu viel. Ich hab das Geld bekommen. Und jetzt kriegen wir nie wieder was von ihm. Wenn du alle tötest, hat niemand was davon. Drohung und etwas mehr. Kein Problem. Was kaputt machen? Na gut. Stiehl ihm das Geld, wenn es sein muss. Aber stiehl mir nicht meine Kunden. Außer es lässt sich nicht vermeiden. Jetzt stellt er auch noch Ansprüche, obwohl er uns noch Geld schuldet. Hoffentlich hat er mein Geld, Marcos. Ich würde nur ungern das Weingut verkaufen. Keine Sorge. Oh, danach gibt es noch etwas anderes, worüber wir reden müssen. Danach. Gut. Aber ich nehme ein Pferd. Es ist viel zu heiß und viel zu weit, um zu Fuß zu gehen. Aber sieh es als Zinsen an, Marcos. Alle gewinnen, oder? Ja, mein Freund, natürlich. Such dir eins aus. Sehr gut. Wir dürfen uns ein Pferd aussuchen. So. Jetzt können wir natürlich erstmal erfragen, wie
so die Eigenschaften von den drei Pferden jeweils sind. Erzähl mir was von denen da. Ah, Skyros, du hast ein gutes Auge, mein Freund. Dieses Pferd überquert Gebirgspässe wie eine Ziege. Gut, das ist also im Gebirge gut. Das in der Mitte. Das in der Mitte. Was ist mit dem? Ah, eine wahre Schönheit hast du da gewählt. Dieses Pferd stammt aus Thessaloniki. Die sind für ihren Mut berühmt. Ein mutiges Pferd. Vielleicht auch ein schnelles Pferd. Mir gefällt das Rechte. Sieht gut aus. Ah, das Mazedonische. Sie werden für den Kampf gezüchtet. Das ist ein echtes Schlachtross. Und eins für den Krieg. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie mir das im späteren Spielverlauf helfen wird, aber ich glaube, ich nehme einfach mal das mittlere. Ich habe mich entschieden. Welches soll es sein? Gib mir das mittlere Pferd. Ja, eine gute Wahl. Aber diese spezielle Rasse hat ein paar Marotten, die dir vielleicht nicht bewusst sind. Ich will nicht, dass du so ein unwürdiges Pferd bekommst. Jetzt möchte er uns auch noch ausreden. Aber wir können hartnäckig bleiben und das bleiben wir auch. Und wir nehmen das dieses. Hier, das will ich. Bist du sicher, denn... Ganz sicher, Markus. Alle gewinnen, besonders du. Du hast den großen Phobos ausgewählt. Hat mich nie enttäuscht. Phobos. Denk daran, triff mich am Tempel in Sami, wenn du dein Geld von Duris hast. Ah, Euterpe, es ist genug Wein für alle da. Keine Sorge. Nicht jetzt, du Narr. Phöbe wurde entführt. Von wem? Lakaien des Zyklopen. Wem sonst? Einfach so auf offener Straße. Sag mir, wo sie hin sind. In Richtung des Strandes der Itimene. Zum Strand? Kann sie schwimmen? Ich hole sie. Ja, geh. Aber vergiss nicht den lieben Duris, Alexios. So, wir haben unser Pferd und natürlich können wir jetzt noch nicht direkt unser Geld abholen, sondern müssen erst Phöbe retten. Aber das werden wir natürlich als erstes tun. Auf geht's. Hier ist auch eine Höhle. Ah, das lassen wir aber mal auf der Seite. Ist jetzt erst wichtiger, die Phöbe hier zu retten. Ella! Da sind wir. Ich werde mich an die Malakias anschleichen. Na los! Lass mich gehen! Sei still oder ich zieh die Fesseln ein bisschen enger. Sie wird dem Zyklopen ein fettes Lösegeld einbringen. Keiner wird mich zurückkaufen. Die sind alle arm. Sei leiser, Phöbe. Okay, jetzt lernen wir uns erstmal zu verstecken und nicht entdeckt zu werden. Wenn Gegner dich in einem Sperrgebiet sehen, werden sie der Sache nachgehen. Ducke dich mit dem Buchstaben C in dem Fall, damit du schwerer zu sehen bist und dich in der Vegetation verstecken kannst. Also hier haben wir zum Beispiel hohes Gras und im hohen Gras wird mich niemand sehen. Wir können uns hier verstecken. Und wenn sich eine Einheit nähert, können wir Folgendes tun. Verübe ein Attentat auf arglose Gegner, indem du F drückst. Wenn dein Attentatschaden nicht ausreicht, um ihn zu töten, führst du stattdessen nur einen Schleichangriff aus und beginnst einen Konflikt. Genau, in dem Fall sehen wir auch den roten Balken. Wenn wir jetzt das Attentat ausführen, dann wird der Soldat komplett von uns getötet werden. Ich darf den Rest dieser Arschlöcher nicht entkommen lassen. Genau, mit X können wir jetzt auch pfeifen.
dass die Gegner auf uns aufmerksam werden. Den hätten wir. Einer ist noch übrig. Von wegen ein Vogel. Der hat auch noch was bei sich. Ein bisschen besudelter Lumpen. Ist nicht gerade schön. Aber den können wir nachher verkaufen. Da sitzt noch einer. Zeit, Vögel da rauszuholen. Die hatte noch ein bisschen Geld bei sich. Und jetzt können wir sie auch befreien. Geht es dir gut? Es war nicht so schlimm. Letztes Mal haben sie mir einen Lumpen in den Mund gesteckt, damit ich nicht beiße. Phoebe, sei vorsichtig. Du bist allein seit... Seit meine Eltern tot sind? Ist schon gut. Ich hab doch dich. Und du hast mich und Markus. Wir sind deine Familie, nicht? Gibt es wahrscheinlich einen kleinen Rückblick. Alexios denkt nach. Dafür müsstest du schon stärker sein. Lass dich da! Gib ihm Saures! Hab dich! Weiter! Hoch! Ja, Pater. Spatiaten. Stehen so schnell wieder auf, wie sie fielen. Den Stab bereit. Beine auseinander. Ein Soldat braucht einen festen Stand. Gut. Gut. Na los. Reicht jetzt, Nikolaus. Die Sonne geht unter. Zeit fürs Essen, meinst du nicht? Was essen wir heute Abend? Heute Abend essen wir die kleine Cassandra. Was das für ein Festmahl wird. Nein, nicht sie. Nimm mich stattdessen. Ich schmecke viel besser. Ja, ja, du bist so süß wie Honig. Und jetzt komm rein. Das Lamm wird schon schwarz. Hier, leg sie in ihr Bett. Natürlich, Vater. Alexios. Du bist mein größter Stolz. Vergiss das nicht. Du wirst dieser Familie Ruhm bringen. Los. Stimmt. Du sorgst dich zu viel. Und du nicht genug. Alles wird gut, wenn wir aufeinander aufpassen. Da fällt mir ein, die Schläger sagten, du sollst aufpassen. Was genau sagten sie? Dass der Zyklop ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt hat. Talos, die Steinfaust, will deinen Tod. Talos, der Söldner? Bleibt mir denn gar nichts erspart. Du solltest ihm besser zuvorkommen. Man sagt, er sei ziemlich brutal. Ich finde allein zurück nach Hause. Danke, Alexios. Talos, die Steinfaust? Genau das hat mir heute noch gefehlt. Eine gebrochene Nase. Darum werde ich mich wohl kümmern müssen. So, du wirst gejagt. Kopfgeldjäger wie Talos sind feindliche Söldner, die Jagd auf dich machen, solange ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt ist. Das sieht man an diesem roten Balken. Normalerweise kannst du den Stifter eines Kopfgeldes einfach ausbezahlen, aber der Zyklop lässt sich nicht ausbezahlen. Ja, in diesem Fall müssen wir dann kämpfen. Gucken wir mal ins Söldnermenü, das ist jetzt neu freigeschaltet.
Im Söldnermenü kannst du deine Position, die Rangbelohnungen sowie den Status und die Stärken und Schwächen aller bekannten Söldner und Kopfgeldjäger überprüfen. Da Talos einen höheren Rang hat, solltest du ihn meiden, bis du eine höhere Stufe erreicht hast und stark genug bist, um gegen ihn zu kämpfen. Genau, das habe ich ja eben gesagt. Wir sind erst Stufe 1 mit Alexios, müssen also noch ein bisschen was tun, dass wir Alexios aufleveln. Wir sehen auch hier, der Talos ist Stufe 5 und auch ein kleines Stück größer als wir. Wobei die Größe jetzt nicht entscheidend ist, aber eben die Stufe. Und deswegen werden wir ihn erstmal meiden. Genau, wir sind hier im letzten Rang, Rang 9. Das geht vor bis Rang 1, wo der allerstärkste Söldner zu finden ist, der aber wie alle anderen noch unentdeckt ist, weil so viel haben wir von der Karte jetzt noch nicht aufgedeckt. Das wird aber noch der Fall sein. Jetzt haben wir natürlich auch eine Quest freigeschaltet. Und wir sehen hier gleich, dass die empfohlene Stufe 5 ist, weil eben die Stärke von Talos 5 ist. Also werden wir erstmal diese Quest meiden. Jetzt müssen wir zunächst mal die Schulden eintreiben, die wir bei Duris noch einsammeln, wo uns Markus darauf verwiesen hat. Das wäre jetzt der nächste Schritt. Jetzt haben wir aber auch gerade noch einiges über Alexios erfahren, nämlich wer sein Vater war, wer seine Schwester ist, nämlich Cassandra, die wir am Anfang neben ihm eigentlich auch auswählen konnten. Vielleicht treffen wir noch im Spielverlauf auf sie oder erfahren noch mehr, was mit ihr bzw. mit seinen Eltern passiert ist. So, jetzt wollen wir aber erstmal zu Duris reiten und unser Geld holen. Ich hoffe, er hat das auch. Genau, hier sind wir bei Sami. Komm schon. Und los. Sami, Duris wird bei seinem Geschäft sein. Genau, da reiten wir jetzt vorbei. Na los. Genau, wir werden schon erkannt. Herr mit Waren, Auswahl für die ganze Familie. Und Herr mit dem Geld. Hallo, Duris. Das Geschäft läuft wohl. Sag Markus, er soll selbst herkommen, wenn er sein Geld will. Klar? Oh, aber jetzt bin ich hier. Ja, ich war ein wenig in Verzug. Aber jetzt behauptet Markus, ich schulde ihm das Doppelte, wegen der Zinsen. Das kann ich nicht bezahlen. Wir bleiben mal hart. Du hättest bedenken sollen, als du dir die Drachmen geliehen hast. Aber meine Familie. Es ist heiß. Ich habe schlechte Laune. Und du wirst zahlen. Das wissen wir beide. Die Frage ist nur, was ich zuerst kaputt mache. Dich oder deine Waren. Sag Markus, dass ich bereits genug bezahlt habe. Ich falle doch nicht vor Söldnern auf die Knie. Oder vor jemandem, der dumm genug ist, sich Geld vom Zyklopen zu borgen. Vom Zyklopen? Damit hat er also das Weingut gekauft? Sieh mal, ich weiß, du verdankst Markus dein Leben und dass er dich damals als Kind von der Straße geholt hat. Aber du weißt, dass sein Vorhaben verrückt ist. Naja, nichtsdestotrotz, also wir sind ja immerhin ein Söldner, also bestehen wir schon auf unser Geld. Malaka. Trotzdem bist du ihm noch Drachmen schuldig. Sieh es ein. Sobald der Zyklop euch erwischt, werdet ihr beide tot sein. Ich sagte doch, ich habe Markus genug bezahlt. So, jetzt sehen wir gleich links oben. Wir müssen ein paar Waren zerstören von ihm. Hey, hör auf, das gehört mir! Also gut,
schon auf. Und ich glaube, jetzt ist er auch schon das Geld gehört bereit. Dir. Hau einfach ab. Eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen, Doris. Sehr Nimm gut. Meinen Namen nicht in den Mund. Ich will nicht, dass der Zyklop zu mir kommt, wenn ihr eure Schulden nicht zahlt. Genau, jetzt müssen wir noch zu Markus zurückkehren. Und sagen, dass wir unser Geschäft erledigt haben. Dazu holen wir gleich nochmal unser Pferd dran. Ella! Wir reiten gerade weg von dem Markus. Wir müssen, genau, Schulden eintreiben ist unser Quest. Genau dahin. Ich sehe es gerade nicht. Doch hier. Wir reiten einfach mal querfeld ein. Ella. Komm schon. Direkt am Tempel des Zeus. Da sind wir. Dir bleibt nicht mehr viel Zeit, bis dich der Zyklop holen kommt, Malaka. Er will sein Geld. Kann ich einen Aufschub haben? Wenn er zurück nach Kefalenia kommt, bist du tot, sobald er vor Anker geht, wenn du es da nicht hast. Nun, bleiben wir zivilisiert. Du kannst dich nicht ewig hinter deinem Söldner verstecken, Markus. Er bringt dich, den Krieger und dieses ortsnäsige Mädchen um, das immer bei dir ist. Natürlich, kein Problem. Ich besorge die Drachmen. Gut, sonst sehe ich zu, wie der Zyklop dich an seine Ziegen verfüttert. Ah, Alexios, der Strahlen in deinem Gesicht sagt alles. Doris hat dir die Drachmen bezahlt. Wer strahlt denn? Ich habe gerade erfahren, woher du die Drachmen für das Weingut hast. Hast du jetzt völlig den Verstand verloren? Wir können uns das Geld zurückholen, oder? Das müsste doch möglich sein. Wer stellt sich das wieder zu einfach vor? Aber wir sind ein starker Söldner. Und sagen natürlich, dass wir die Drachmen auf jeden Fall zurückholen. Was bleibt uns sonst übrig? Wir brauchen einen Plan. Plan kann ich am besten. Deine üblichen Tricks werden dafür nicht ausreichen. Oh, mir fehlt die gute alte Zeit. Erinnerst du dich? Alles war einfach. Du hattest nichts, so klein und allein. Und ich hatte alles. Ich habe dir die Welt geschenkt und Kefalinia in deine Hände gelegt. Kommt wieder ein kleiner Rückblick. Cassandra!
Solche Fische werden nicht jeden Tag angespült. Hungrig? Ich schlag dir ein Geschäft vor. Ich tue etwas für dich. Du tust ein paar Dinge für mich. Alle gewinnen. Besser wird es nicht. Hm? Denk drüber nach. Warte! Kefalenia. Schönes Geschenk. Du warst nichts ohne Markus. Und sieh nur, wie weit du es gebracht hast. Vom Waisenkind auf der Straße zum Söldner mit einer Hütte. Und das will uns der Zyklop alles wegnehmen. Ich kann dich nicht ewig vor ihm schützen. Er wird mich auch umbringen. Ach, hab doch keine Angst. Sieh dich an. Wie könnte ich es mit ihm aufnehmen? Mit welcher Waffe? Einem rostigen Speer? Einem kaputten Bogen? Da bist du ja. Du kannst mir nicht entgehen, indem du um den Tempel herumschleichst. Drusilla, ich sprach gerade von dir. Ach ja? Ich brauche das Holz, Markus. Die ganze Insel wird über die neuen Bögen sprechen. Aber ich kann nichts machen, wenn diese Malakes die Holzlieferungen aufhalten. Natürlich nicht. Deshalb habe ich gerade meinen Freund Alexios in die Einzelheiten eingeweiht. Er hat auch schon einen Plan gegen diese Banditen. Sehr überschwänglich wieder, der Markus. Spielen wir mit? Wir spielen mit. Ich bin immer vorbereitet. Was habe ich gesagt? Er wird jeden Stein umdrehen. Es ist mir egal, wer es tut, aber jemand muss diese Banditen töten. Heute noch. Eine prächtige Idee. Ich muss leider nach Hause. Alexios, ich habe einen Plan für unser Zyklopendilemma. Komm zu mir, wenn du Zeit hast. Wenn du dein Holz willst, musst du zuerst meinen Bogen reparieren. Ich bezahle sonst nur, wenn die Arbeit getan ist, aber so langsam, wie es vorangeht, folge mir. Diese Bögen machen mich reich wie Krösos. Sie scheinen wohl sehr gut zu sein. Ein Krieg droht. Die Athener brauchen gute Bögen, wenn sie Sparta aufhalten wollen. Wo willst du denn hin? Und alle gewinnen wie mich. Wer bist du? Etwa Markus? Du solltest diesen Kleinkram hier aufgeben. Dieser Krieg kann dich reich machen. Und ich habe gehört, du bist in Wahrheit aus Sparta. Das ist lange her. Jetzt lebe ich auf Kefalenia. Gib ihn mir. Bitte schön, so gut wie neu. Der Bogen ist so stark wie Herakles persönlich. Probier ihn aus. Wunderbar. Schieß einen Pfeil auf diese Puppen. Perfekt. Jetzt haben wir einen neuen Bogen bekommen. Wunderbar. Und einen Fähigkeitspunkt. Den werden wir aber in der nächsten Runde vergeben. Und bis dahin, bleibt dran. Euer Placid. Macht's gut.